Hallihallo Leute, willkommen zurück bei Terraria, wo ich mittlerweile ein bisschen gefarmt habe und gebastelt habe. Nach letztem, was heißt, nein, gebastelt habe ich genau noch nicht, ich habe tatsächlich nur gefarmt. Und noch ein bisschen Gold, was ich wegpacken kann. Yay. Ja, ich habe gefarmt, wie ihr schon seht, ich habe Obsidian gesammelt, habe mir schon den Obsidian-Skull gemacht, den haben wir hier. Habe dafür eine Klotterbot rausgenommen, brauche halt, um auf Lava zu laufen. Ich habe auch schon ein bisschen Hellstone, den habe ich dadurch bekommen, dass ich dann halt doch mal den Tunnel nach unten in die Hölle schon mal fertig gemacht habe, weil ich mir dachte, ja, den werden wir so oder so noch brauchen, also warum nicht. Den sollten wir halt schon mal, will ich halt schon mal gebaut haben. Und dann kann ich mich auch entscheiden, zumindest schon mal so ein bisschen gucken, was wir da hinbekommen, mit kleinen Tanken schon bekommen. Und ich habe einen Haufen Meteorit bei. Das alles hier habe ich tatsächlich aus einem einzigen Meteoriten bekommen, was ziemlich cool ist. Genau, und ich habe unten auch noch bekommen eine Demon Sight, beziehungsweise tatsächlich sogar mehrere, die hier verwende ich gerade. Die ist, gefällt mir mittlerweile richtig gut, weil sie einfach gut Schaden macht. Wir sollten eigentlich auch das schon mal mitnehmen. Hat mir auch schon einen Höllenofen hier hingestellt, weil haben wir den schon mal. Könnte ja schon Rüstung machen. Aber wir wollen vor allem das hier haben. Die komplette Meteoritrüstung. Die macht zwar, glaube ich, nicht ganz so viel Schaden wie die. Ganz viel Rüstung wie die andere, aber wir wollen dazu ja das gute Ding hier haben. Damit ich die Muskete ersetzen. Wir sind jetzt bei 24 und danach werden wir wahrscheinlich beim Stück weniger sein. Ist aber auch noch okay. Aber kriegen dadurch halt Space Gun, kostenloses kostenlose Munition. Was halt schon irgendwie ziemlich cool ist. Und haben immer noch nämlich für mich aus dem. Ein paar Sachen, die. Sie haben mittlerweile noch einen kleinen Patch rausgebracht, da jetzt irgendwie 1.3.0.1 ist. Man sieht zum Beispiel, wenn man Sachen aufsammelt, immer Umrandung darüber, dass wir die im Inventar neu sind, was ganz cool ist. Und ich überlege mir die Meteorit mal schauen, was wir damit machen können. Da ist mein Guide. Die Meteorit in dem Hellstone, was wir denn dafür brauchen von der Anzahl her? 20. Oh, 20. 15. Dafür konnte mit dem Boomerang. Ich hätte den Boomerang, also den könnte man theoretisch gesehen machen. Phoenix Blaster. Ist eine Ranged Waffe, die tatsächlich ziemlich gut ist sogar. Imp Staff. Very weak knockback. Use the 10-100 summons imp to fight for you. Und Drill Construction Containment. Aha. Rideable Drill Mount. Sick Shit. Haufen Barren, die wir noch. Also da weiß ich, was es ist. Den kenne ich noch nicht. Den kenne ich. Da weiß ich auch, was es ist. Hellstone und Meteorit. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir werden dafür auf jeden Fall noch viel mehr brauchen. Yay! Aber wir haben jetzt, wie gesagt, die Gun und die Sichel. Und tatsächlich ist mein nächstes Ziel, denke ich, jetzt der Dungeon. Wie viel Schaden macht ihr? 26. Also die hier macht halt richtig gut Schaden. Und, hat den Vorteil, also sie brauchen halt im Moment, bis sie losfliegen, aber wenn, kann, also das kann man halt super nutzen, um sich quasi schildtechnisch gegen Leute abzusichern, indem man das halt hier platziert, so im Haufen. Und man kann halt damit arbeiten, dass wenn Sachen direkt vor einem auftauchen, jetzt dieser, wir können es am Slime, denke ich mal, vorführen, dann rennen die halt automatisch da rein, was das halt tatsächlich ziemlich gut macht, aber auch gleichzeitig schwierig dabei am Leben zu bleiben. Also ich habe da so ein paar Situationen gehabt, wo ich mir dachte, da wäre vielleicht eine andere Waffe doch gar nicht so schlecht gewesen. Aber ja, ist cool, gefällt mir. Und natürlich hier Blaster Gun, yay. Mein nächstes Ziel wäre sonst auf jeden Fall noch zu sehen, dass wir eine vernünftige Nahkampfwaffe bekommen. Das Problem ist, dass ich mit dem Ding hier, auch wenn die Lightspace, weil wir einfach nicht so viel Schaden machen, wie ich es gerne hätte. Verdammt, mal machen wir es so. Da hätte ich halt gerne einen Tacken mehr, dass man damit im Nahkampf auch gegen das, was momentan so an Gegnern kommt, aufhalten kann. Und es halt nutzen kann, damit die Gegner zurückgestoßen werden. Und man nicht mehr so an dem Punkt steht von, verdammt, ich können wir eigentlich noch mitnehmen. Verdammt, entweder ich knocke sie nicht zurück, oder ich treffe sie nicht zuverlässig, oder aber ich mache ihnen keinen Schaden. Aber wie gesagt, Ziel, Dungeon, da gibt es das Muramasa, was ich auf jeden Fall haben will und dann damit reinbauen. Und den Kobaltschild, das ist so ziemlich so quasi das, was ein dringliches Ziel ist, deswegen will ich recht schnell in den Dungeon. Weil das halt Sachen sind, die einem das Leben da deutlich einfacher machen. Wenn man hier in Terraria unterwegs ist. Ansonsten wird es danach, dann denke ich mal, in den Dschungel gehen. Oder halt weiter in die Hölle. Müssen wir mal schauen, was ich da als nächstes tatsächlich machen will.
Ich wurde auch schon gewarnt, wie schlimm die Bosse am Ende hinter werden. Es soll wohl einen Boss geben, den man in Extremwelten quasi nicht besiegen kann. Weil er einfach alleine einen, egal was für eine gute Rüstung hat, einen instant killen kann. Und irgendwie, wenn man auf Expert spielt, hat man es im Multiplayer auch nicht einfacher, weil der mit den Spielerzahl dann, also Expert-Welten skalieren mit der Spielerzahl mit. Das heißt, wenn ihr da mit mehr Leuten spielt, wird es halt automatisch schwieriger. Es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, wir spielen einfach mit mehr Leuten und gut ist, sondern ihr könnt euch das damit quasi tatsächlich richtig schwierig machen, auch wenn ihr mehr Leute habt. Was an sich ein cooles Feature ist. So, geht doch. Das einzig Doofe, was die Gun jetzt hat, sie wird uns wahrscheinlich... Ich nehme jetzt einfach diese ganzen Pflanzen nochmal, damit ich die hinterher einfach mal habe. Sie droppt uns wahrscheinlich keine Lebenspunkte, sondern Mana-Punkte. Und die wir brauchen wir halt, wenn wir die Gun benutzen mit der Rüstung mal nicht. Und wenn wir die nächstbessere Rüstung haben, haben wir auch die nächstbessere Gun. Von daher ist das so ein bisschen dieses... verdammt. Ja, und ich will dann ja auch noch den Goblin-Tinkerer haben, denn dann können wir also zum einen das Zusammencraften hier in der Welt selbst machen und wir können dann auch Rocket Boots kaufen, die die nächste Verbesserung sind für das, was ich momentan an Ausrüstung trage in Form von Fliegfähigkeiten. Da könnten wir hier halt ein bisschen deutlich mehr springen, was schon cool wäre. Aber wir haben jetzt erstmal einen ganzen Tag Zeit, da hinten hinzukommen. Ich habe meine Uhr, ich hätte meine Uhr vielleicht mitnehmen sollen, damit ich weiß, wann es dunkel ist. Ah ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hauptsache, ich schaffe es auch beim ersten Anlauf, aber ich bin mit dem, was wir haben, da eigentlich recht zuversichtlich, dass das klappen kann. Auch wenn ich keine Auf-Power-Tränke dabei habe. Aber wir haben noch genug Material, um uns Lagerfeuer zu machen, wenn wir nicht zu viele Plattformen brauchen. Oh, da ist ein Meteorit. Den werden wir jetzt aber nicht mitnehmen, ganz einfach, weil ich so viel Zeug von Meteorit schon gefunden habe, dass ich jetzt nicht Zeit dazu bringen will, den nochmal abzubauen. Das wäre mir einfach ein bisschen zu langwierig. Und ich will eigentlich gerne die Bäume haben, aber ich will jetzt nicht in der Nähe der Meteoritenköpfe Bäume fällen müssen. Wobei, der dürfte weit genug weg sein, dass keine weiteren nachspawnen. Hoffentlich. Hey, wir haben 200 Meteoritenhälfte verprügelt. Man kriegt die Banner übrigens, wenn man diese also das ist tatsächlich nicht eventbedingt, sondern halt overall. Und jedes Mal, wenn man da halt einen neuen Rekord hat, kriegt man hier so ein entsprechendes Banner. Keine Ahnung, was mir das bringt, aber wir kriegen es. So, habe ich da gerade noch eine Kiste gesehen, die ich womöglich noch nicht geplündert habe. Potion sind das? Builder Potion, Recall Potion, schade. Ich hätte ja auf etwas Kampfbrauchbares gehofft. Ja, gegen die Dinger kann die Sichel echt nervig sein, weil man die Sichel ein Stück weit zur Seite bewegt, wenn man sie trifft. Da ist so eine schnellschießende Gun etwas zuverlässiger. Und ja, ich sammle die ganzen Pilze ein und sowas und die Blumen, weil irgendwann werde ich mir sicherlich Tränke machen wollen und dann ist meistens das Problem, dass ich nicht genug habe. Grappling Hook, bitte. Danke. Dann bin ich gleich wieder ein gutes Stück schneller. Und dich werden wir auch noch los. Es war jetzt die zweite Corruption. Also theoretisch gesehen könnte ich da unten noch die Dinge abfarmen. Brauchen wir nicht wirklich so, wir sind da. Und ihr hört unter Umständen vielleicht gerade von draußen ein lautes bisschen Krach. Das liegt daran, dass ich hier ein Fenster offen haben muss bei dem Wetter. Sonst würde ich sterben. Und da ab und zu donnern hier Autos vorbei. Das kann ich leider nicht ändern. Tut mir leid für diejenigen, die es stört, aber ich habe da wenig Auswahl bei dem Wetter. Ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt ansatzweise in einer Stimmung bin, in der ich aufnehmen kann, weil es bestialisch warm ist. Ja, während des Tages. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie lange der Tag noch gehen wird. Aber wir nutzen einfach unsere Chance, uns hier eine größere Plattform aufzubauen.
Und packen hier mal einen Block mit einem Fackellicht hin, einfach damit es nachts dann nicht ganz so dunkel ist. Ich werde gleich auch noch ein paar Lagerfeuer verteilen, aber trotzdem, je mehr Licht, desto besser. Ja. So. Ja, was habe ich denn da gemacht? Das war mal anders geplant. So, ein paar mehr. Jetzt sind die wieder besser. Dann haben wir tatsächlich eine halbwegs brauchbare Kampfplattform. Ich habe schon schlechtere gebaut. Und dann brauchen wir ein paar Lagerfeuer. 2, 4, 5, 6. Ist, glaube ich, okay. Verteilen die. Aber das Gefühl zumindest schon ein bisschen dunkler. Aber die Sonne steht da oben noch so hoch. Es wird sicherlich noch Tag sein. So. Prinzipiell können wir auf der Ebene hier schon mal ausräumen. Das geht ja. Lustige Lampe und sowas. Den Dekokram nehme ich mir auch mit. Chemielaterne. Ah, cool, gefällt mir. Aha, das ist ein Slime. Da habe ich ein bisschen schlecht aufgepasst. Eine Mana-Post haben wir auch. Das ist normale Bücher. Aber die kann man einfach zu kaufen. Nee, der Punkt ist, da können wir die zu Not. Scheiße, ich habe natürlich daneben geklickt, verdammt. Mein Plan war eigentlich genau die gleich zu verwenden, für wenn ich soweit bin, dass ich gegen den kämpfen will und in dem Moment dann für die Sichelmana auffüllen möchte. Oh, naja, egal. Ich werde mehr mit der Gun kämpfen. Ich muss mal sehen, was ich davon werde. Ersetzung und du hast Geld. Dich will ich auf jeden Fall haben, kleiner grüner Scheiße. Weiß nicht, ob wir die hier schon abbauen können? Ja. Das willst du mir als grün verkaufen? Aha. So, ist es schon soweit unter Umständen? Ich weiß es nicht. Wir sprechen mal mit ihm. Nein. Noch nicht. Nein, den Lagerfeuer-Buff. So, und was sinnvolles, was ich machen kann. Ich könnte mit Bomben arbeiten, oder damit bringe ich mich nur selbst um. Eine Baupotion brauchen wir hier nicht. Ich habe Meteorit wahrscheinlich von dem Viech selbst bekommen. Und jetzt stelle ich fest, ich habe ganzen Haufen Zeug mitgenommen und werde das wahrscheinlich die Großteil davon noch wieder unten lassen. Weil ich dann das Problem habe, dass ich es nicht alles nicht mitnehmen kann. Aber wir haben es erstmal mitgenommen. Es ist Nacht, du Arsch. Wieso? Es ist doch schon dunkel. Hier ist recht. Erzähl mir nichts von, es ist noch nicht Nacht. Geld noch mitnehmen. Ist ja wohl sowas von offensichtlich dunkel, aber nein, wir dürfen nicht rein. So, ein bisschen unterziehen und den kriegen wir auch. Andererseits, es hat halt einen Vorteil, dass wir so früh anfangen, nämlich, dass wir garantiert genug Zeit haben und nicht vor dem Punkt stehen, vor Anfang von, nö, es wird knapp. Wir werden wahrscheinlich mit der Gun anfangen. Erzählt was vom Slime King.
Beine. Wir werden hier schon mal ein bisschen aufräumen für Dinge, die ich nicht brauche. Unter anderem Bomben, Shelves, Kisten werde ich wohl mitnehmen. Ahorn brauchen wir zum Beispiel nicht. Das Banner brauchen wir nicht. Ein Meteorit brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Moment, was ist das? Chemielaternen will ich eigentlich wohl mitnehmen. Cold Potions brauchen wir nicht. Das brauchen wir am besten will nicht. Baupotion brauchen wir auch nicht mitnehmen. Curse. Jetzt war ich natürlich nicht mehr auf der Gun. Das war ja klar. Haben wir schon, eigentlich schon so weit, dass wir direkt die erste Potion nehmen können. Shit. Wir kommen nicht von ihm weg. Fuck, er hat mich direkt... Wow. Instant. Großartig. Ja, das waren tatsächlich Probleme, wenn ich schnell genug war. Was kann ich denn da tun? Was hilft mir dabei Geschwindigkeit? Naja, auf jeden Fall können wir jetzt unser ganzes Zeug zurückbringen. Aber was hilft... Eigentlich bräuchte ich die Potions. Die Potions, die Boots, die Geschwindigkeitsboots oder sowas. Wie komme ich an sowas ran? Das da mal mit rein. Oder gehen wir jetzt erst in die Hölle? Und hoffen, dass wir von da irgendwas bekommen. Und die Kiste eigentlich noch da hinten mit hin tun für Zeug. Ich denke, wir können erstmal auf jeden Fall in die Hölle runtergehen, damit ich euch das mal, damit ihr die auch mal seht, weil wir die ja im Video noch nicht behandelt haben. Der Punkt ist, also wir müssen entweder... Ich brauche auf jeden Fall den Dungeon-Kram. Das steht außer Frage. Stimmt, wir machen hier ja auch Licht mit, quasi. Indem die Rüstung leuchtet. Das ist tatsächlich nicht mehr so doof, nach vorne zu schießen, weil irgendwo hier kommen wir durch einen Spinnenbau durch und der ist halt immer noch mit Cobwebs zugeklustert. Was unheimlich nervig ist. Aber so können wir den genau hier schwupp. Ein Stückweise schon mal vorzeitig freischießen. Jetzt sollte ich aber aufpassen, weil irgendwann kommen wir jetzt. Ich habe hier noch nicht alle Stellen zugebaut. Wir machen hier mal eine kleine Pause, nur zur Sicherheit. Ich habe noch nicht alle Stellen zugebaut, weil ich etwa keine Lust hatte, loszugehen und dann doch mal alles festzumachen. Und hast du nicht gesehen? Nein, hier sind wir auch noch nicht da. Warte, ich bin ein bisschen schisshaft. Hier sind wir da. Und hier habe ich so ein Seil aufgebaut, für, damit wir... Oh Gott, tatsächlich kann Wasser in der Lava... in der Hölle jetzt wieder existieren. Lange Zeit ist das ja instant verschwunden, aber wir haben hier welches. Das geht. Jetzt wackelt es gerade mal gewaltig. Ich will diese scheiß Fledermaus auch gerne mal treffen, damit ich nicht so viel Schaden nehme. Danke. Und ja, ihr seht schon, ich habe hier schon angefangen zur Seite zu bauen, weil wir brauchen ja irgendwann eh hier den Weg. Und überlege jetzt gerade, ob es irgendwo eine Stelle gibt, wo ich mich hier gut runterbauen kann. Gegen die funktionieren tatsächlich ihre eigenen Sicheln unheimlich gut, weil die halt im Normalfall nah rankommen. Ich habe auch irgendwo schon so eine Guide Voodoo Doll gedroppt und ja, da bin ich auch schon mal gestorben. Da oben nochmal. Ihr merkt, ich bin hier schon ein bisschen gewesen, aber mit der momentanen Ausrüstung ist es halt noch recht schwer zu überleben. Da kommt so einer. Ich denke tatsächlich, hier kann ich ein bisschen mit... da ist einer mit einer Voodoo-Doll, die will ich haben. Ne, der wird nicht an mich rankommen. Und gegen den ist tatsächlich das hier echt eine gute Idee. Denn damit machen wir halt flächendeckend Schaden. Ich könnte jetzt krampfhaft versuchen, an die ranzukommen, aber ich will eigentlich nicht unbedingt. Das ist so viel Aufwand. Das war einer zu viel. Du musst da bleiben, dann kann die Lava nämlich nicht auf mich drauflaufen. Dann können wir uns hinstellen und hier Hellstone abbauen. In diesem Haus auch noch nicht, sehe ich gerade, weil hier unten ist auch noch welcher.
unabgebaut. Ich glaube, da bekommen wir es sogar hin, dass wir uns gleich von oben noch an den Rest davon ranbauen. Halt, wir sollten immer nur zwei weit bauen. Euch, gegen euch funktionieren die zum Glück auch schon ziemlich gut. Hat der etwas gedroppt? Ja, nein. 19 Hellstone, wow. So, und jetzt muss ich das nämlich geschickt anstellen. Damit ich mich dabei nicht selbst verbrenne. So, kriegen wir dich auf. Jetzt ist er hier hingekommen. So, und zwar kriege ich diese hier noch problemlos weg. Problematisch wird es aber... Ja, genau. Ich drücke einmal aus unvorsichtigerweise zu oft zur Seite und dann dash ich sofort. Das ist echt gefährlich. Ich kann den abhauen. Können wir die auch noch abhauen? Ich werde hier wahrscheinlich gleich sterben, ja. Also gehen wir sicherheitshalber wieder hoch. Damit, wenn ich ausbrenne, ich das wenigstens hier mache. Wahrscheinlich hat es auch so überlebt. Ja, wir können schon mal wieder wegbringen. Wie viel haben wir in der Zeit gefunden? 36, wow. Ist ja noch nicht viel. Das Zeug brauchen wir noch nicht zwangsweise wegbringen, aber wir sollten uns schon mal heilen. Und dann, ja, kann ich wieder runtergehen und das gleiche wieder machen. Ich denke, für die heutige Folge machen wir das noch einmal. Das nächste Mal machen wir dann was anderes. Tatsächlich überlege ich, ob es nicht vielleicht sogar intelligent wäre, als nächstes in den Dschungel zu gehen, weil wir da keinen Boss vorher besiegen mussten und etwas, was wir da bekommen, uns vielleicht weiterhilft gegen den Dungeon. Wenn ich Glück habe und da die Schwierigkeitsboots bekomme, oder? Das würde mir echt helfen, weil das war ja gerade schon... Der Aufbau, den wir haben, ist nicht schlecht, aber wenn er halt so schnell ist, dass ich nicht von ihm wegkomme, bringt mir das nichts. Dann brauchen wir mehr Beweglichkeit. Und die habe ich momentan noch nicht. Da war auch irgendwas runtergefallen. Zum Glück, wenn man durch diese Dinger durchkommt, hauen die einen nur ab und zu hauen sie einen zur Seite, aber der in dem Fall zum Glück nicht. Da stirbt auch gerade was. Und hier muss ich mal ein bisschen aufpassen, weil ich habe das hier immer so aufgebaut, dass wir da was zum drauf landen haben, weil irgendwo müssen wir irgendwann ankommen. Da, den mit der Doll können wir bekommen und das gibt uns halt eine Doll, die wir dann nutzen können irgendwann, um den Guide sterben zu lassen, damit wir mehrfach gegen die Wand kämpfen können, weil wir werden ja hinter das passende Symbol haben wollen und solche Späße. Und das ist ja nicht ganz ohne. Das heißt, es dauert halt, bis man unter Umständen bis man das passende hat. Ich habe einfach mal ewig gebraucht, bis ich ein Archer-Symbol bekommen habe. Hatte irgendwie drei Magier und dreimal Krieger, aber kein Archer. Ja, super. Sieht das ja aus? Kann ich hier in dem Gebäude noch weiter runter? Erstmal heißt das, muss ich vor euch Dingern wegkommen. Da kommen auf der anderen Seite auch schon wieder eins. Wow. Nehmen wir wieder darauf. Ah, wo bist du? Ja, nicht gut getroffen. Ich auch schon wieder eine Heilung, ey. So, du bist wenigstens noch mal tot. Ich will ins Gebäude. Von da aus können wir wieder dort arbeiten, dass wir buddeln. Das ist sicherer. Oh nein, du bist das. Aha. Ihr seid scheiße. Aus dem einfachen Grund, dass er jetzt halt ein bisschen Lava droppt. Die wird ja jetzt nach rechts zur Seite wegfließen. Aber das dauert halt einen Moment. Ich baue mir jetzt kurz ein Dach drüber, damit ich wenigstens von da Ruhe habe. Und noch ein bisschen mehr Hellstone.
müssen wir von da Ruhe haben, oder dann vielleicht auch wieder einen, den ich töten will, weil er eine Guide Doll hat. Dann können wir nicht einfach mal treffen? Geht doch. So, meine Idee ist jetzt, dass wir uns... Was soll man das jetzt mitnehmen? Uns hier ein Stück weit runterbauen, dass wir von hier aus dann den hübschen Hellstone da abbauen können. Hihihi, das hat mir tatsächlich ziemlich gut wehgetan, wie ihr seht. Und da müssen wir jetzt... In der Position, wo wir sind, da eigentlich reicht es tatsächlich, dass wir die Dinger einfach auf uns existieren lassen. Wenn er zu uns kommt, dann kriegen wir zwar einen Treffer, aber gleichzeitig rennt er halt auch voll in die Reihen und kriegt dadurch richtig Schaden. So, was das angeht, ist die Sichel in echt, oder die Dämonensichel heißt das ja genau, eine echt coole Waffe. Aber fangen wir da an. Ich glaube, ich kann. Der würde genau, der fällt runter. Ich kann nur zwei weit einsammeln. Echt cool, wenn es dafür auch ein Item gibt, was irgendwie die Collection Rate erhöhen würde. Also die Distanz, auf die man aufsammeln kann. Und ich kann nur begrenzt weit dadurch. Wir können hier einfach mal eine Fackel lassen, damit wir sehen, wo da das nächste kommt. Bauen uns quasi direkt drauf zu. Dann will ich mich mal dran lang bauen. So, sieht doch gut aus. Von oben funktioniert zum Glück super. Von unten so rum. Also dass wir das von unten. Der muss ja da bleiben. Dass wir es quasi auf uns drauf fallen lassen. Plumpst der Hellenstein ja mal nach unten. Und ich glaube, der überlebt den Lava. Und fällt dann noch quasi näher an uns ran. Das war Asche. Schade. Ein Imp. Oh, Lava. Das war nicht so gut. Ah, wir lassen einfach den Spitzhackenschwung drin, dann kann mir der Imp egal sein, solange ich mich in seine Richtung drehe. Und nicht zwischendurch wechseln muss, weil ich Blödsinn mache habe. Und irgendwann kommt er nämlich von sich aus an eine für uns bessere Position, um ihn zu töten. So zum Beispiel. Und dann machen wir sicherheitshalber hinter uns auch noch ein paar Blöcke, damit nicht gleich in so ein Fliegviech hinterherkommt. Dann kann ich nämlich darauf verzichten. Und wir sind schon ganz unten angekommen und haben leider von hier aus auch wenig coole Möglichkeiten zum Weiterkommen. Aber das funktioniert. Haben wir 60. Das, ich glaube, sie haben die Rate, die man quasi pro braucht, reduziert. Sodass wir damit jetzt 20 Blöcke bekommen könnten. Aber da will ich eigentlich noch mehr. Der einen, den wir brauchen, konnten wir noch wegbekommen. Sehr schön. So, ich kriegen wir auch noch und dann können wir da wieder einen hinbauen. Und kommen. Na, ein Stückchen kriege ich hier noch. Dann gehen wir, glaube ich, gleich wieder hoch. Und überlegen uns, was wir da machen. Denn ich will nicht den im Stab haben, weil er beschwört. Wobei, also an sich ist es nicht schlecht. Kann man aktivieren, aber. Ist halt jetzt keine besonders starke Magie. Ist halt nur so ein, ja, nett. Ich solltest du die doch wohl auch mit weglegen können. Und
Kronleuchter stehen. Warte mal, was war das da oben? Achso, den Demon Torch. Das sah gerade auf den ersten Blick sehr interessant aus. Aber auch nur auf den ersten. Ich weiß nicht, bis das wir schon haben. Speed, wir könnten uns die Rüstung machen, aber die ist halt Nahkampfbonus. Das brauche ich nicht wirklich. Impstaff. Knockback, use 10 Mana, summons an Imp. Ich glaube, wir machen uns den einfach, weil ich es kann. Und wir dich die meiste Zeit nicht da oben. Oh ne, dich da nicht die meiste Zeit nicht da oben haben müssen. Außerdem können wir uns die noch bessere Spitzhacke machen, was ich auf jeden Fall tun sollte. Und dann haben wir es auch schon wieder alles verbraucht. So ziemlich. Falsche Truhe. Da kommt es wieder hin. Die alte wird natürlich behalten, weil die könnte man ja nochmal gebrauchen. Ach, sowas ist das. Wie süß. Ich glaube, euch habe ich hier in meine Blockkiste mitgetan. Genau. Das macht aber auch immer nur einen. Was also in dem Sinne kein besonders wichtiger Gewinn ist. Aber ich würde gerne mal sehen, wie der kämpft. Finden wir vielleicht einen Slime oder sowas, dass er den mal angreift? Ah, da schießt er auch schon auf etwas. Genau, auf den fliegenden Fisch. Hey, man kann die auch auf jemanden drauf verschalten. Ist natürlich eine. Das war effektiv. Also, er ist tatsächlich doch gar nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte. Ja, es hat was. So ein Kiwi zu haben. Vor allem ist das Coole, der hält mir halt Dinge hoffentlich von der Backe. Das heißt, damit könnte ich zum Beispiel super gut Meteorit farmen. Oder den gegen den Dungeon benutzen. Ich bin verlockt, da schon wieder hinzurennen und das probieren. Aber das ist der erste nächste Tag. Bis dann, Leute. Macht's gut.